Grüß euch. Ich möchte euch jetzt ein bisschen was erzählen über meinen Weg vom Dachstein bis nach Tennessee. Gut? Also angefangen hat die Geschichte eigentlich schon lang vor meiner Geburt. Da hat mein Großvater eine ganz neue Musik erfunden. Und die neue Musik, die ist dort bei Erndheim eingeschlagen wie noch was. Und weil er gerade einen Mooskrug in der Hand gehabt hat beim Komponieren und seinen Jagerrock angehabt hat, hat er die Musik einen Moosdruck genannt. Ja, dann haben sie ihn nach Wien eingeladen, er soll die Musik auf Schellax pressen. Und wie er da in Wien war und mit den nagelnden Schuhe, was Pflasterteufel ist, trifft er einen jungen Menschen. Und der Junge, das war in Ostbahn Kurti, in Kurtl, sein Vater. Und wie die Welt halt so spielt, erzählt heute der Kurti überall übereinander, sein Vater hätte den Favoriten and Blues erfunden. Und die Amerikaner, die haben ihm das gestohlen und haben einen Rock'n'Roll draus gemacht. Das stimmt aber nicht. Tatsache ist, mein Großvater hat den Moosdruck erfunden, in Kurti sein Vater hat ihm den gestohlen, hat den Favoriten and Blues draus gemacht und dann sind erst die Amerikaner drüber gekommen. Okay, dass man mal der Wahrheit auch zum Recht verhelfen.